Erst sprach Melina Sophie über ihre Krankheit, jetzt beichtet auch Paola Maria, dass sie unter ähnlichen Symptomen leidet wie ihre Freundin. Es geht um Depressionen, hauptsächlich um Winterdepressionen. Ich selbst war betroffen letzten Winter. Ich muss sagen, ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich fand die Zeit sehr, sehr, sehr schlimm für mich. Paola, die eigentlich immer gut drauf ist, hatte richtig hart zu kämpfen. Es gibt viele Menschen, denen es eigentlich gut geht, aber die Winterdepressionen bekommen, weil es wochenlang düster, trist und kalt ist. In ihrem Video verrät sie, wie sich die Krankheit bei ihr bemerkbar machte. Ich war dauerhaft gereizt, also wirklich war die ganze Zeit reizbar. Ich war traurig, lustlos, hatte keine Lust aufzustehen, geschweige irgendwas zu unternehmen oder Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, auf die ich immer Lust hatte, haben mir auf einmal keinen Spaß mehr gemacht und ich fand sie nicht mehr so lustig. Warum Paola Maria jetzt so offen darüber spricht? Sie will nicht nur ihren Fans, die ebenfalls unter Depressionen leiden, helfen, sondern sich auch nicht mehr verstellen. Und weil ich mich nicht mehr verstecken möchte. Also ich möchte mich nicht mehr verstecken, ich möchte nicht mehr meine Gefühle verstecken. Ich möchte einfach mich in diesem Punkt freier fühlen. Und es fällt mir noch sehr schwer, darüber zu reden, weil es eine verdammt harte Zeit für mich war. Am besten half Paola Maria die Natur, Sport, Freunde treffen und lange Gespräche. Nun hoffen wir, dass die Depressionen diesen Winter nicht zurückkommen. Gewusst? Paola Maria wurde sexuell belästigt. Was genau passiert ist, erfährst du im Link in der Infobox.